Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie mit einem neuen Pilzefilm. Ich bin mal wieder in meinem altbewährten Wald hier an der Kerspe. Ja, und ich will mal gucken, ob ich Pilze finde. Ich wünsche mir Trüff Trüff und euch viel Vergnügen mit diesem Film. Mit dabei ist natürlich auch mein treuer Begleiter, Trüffelhund. Na, da waren ja wohl diese Nacht die Wildschweine da. Hier sieht man schön, wie die mit ihren Schnauzen durch den Dreck gewühlt haben. Und überall siehst du noch die Schnauzenabdrücke. Das heißt übrigens beim Wildschwein Wurf. Ja, hier haben die Schweine wirklich gewütet. Da muss ja was Leckeres drunter gewesen sein. Ja, hier steht ein grünblättriger Schwefelkopf. Den brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. Das sieht sehr, sehr traurig aus. Schwefelköpfe vertrocknet. Das sind grünblättrige. Also wer Verstopfung hat, kann da gerne ein paar von mitnehmen. Ja, also diese Durchfallpilze wie grünblättriger Schwefelkopf und wie hier diese falschen Pfifferlinge, die scheinen es ja dieses Jahr wirklich zu Massen zu geben. Die kommen hier mit der geringen Feuchtigkeit und mit der Dürre wohl sehr gut zurecht. Mensch, Trüffel, such doch mal auch einen Trüffel. Ja, wir gehen jetzt hier durch einen Wald, der ist furztrocken. Hier gibt es noch nicht einmal Hirschhörnchen auf den Stoken. Und wenn es die nicht gibt, dann braucht man gar nicht gut gucken. Aber wir gehen gleich da hinten runter und da kommen wir durch so ein feuchtes Tal und wollen wir da mal sehen. Ein safrangelber Scheidenstreifling, der wandert ins Körbchen. Ein Pfifferröhrling. Soll ja ein Steinpilzzeiger sein, aber bei der Dürre glaube ich es nicht. Ja, ja, glauben heißt nicht wissen. Da ist er, gar nicht weit weg von dem Pfefferröhrling. Ja, die rote Waldameise, die ist noch sehr, sehr beschäftigt. Da ist Reineke Fuchs. Ja. Hier ist wieder so eine feuchte Ecke und hier stehen auch Semmelstoppelpilze. Aber sehr, sehr klein. Ja, ein Perlpilz wandert auch mit. Ja, hier in so einem kleinen Rinnsal oder anderem Rinnsal finde ich hier tatsächlich noch ein Kuhmaul. So, das Kuhmaul habe ich jetzt noch hier im Wald gepellt und den Schleim weggemacht. Dann kann man es so jetzt bei den anderen Pilzen legen. Ja, hier ist noch ein Babysteinpilz. Kommt nicht zu dem anderen. Ja, hier steht ein kleines Marönchen. Ja, diese schwarzen Täublinge, ja, das sind die, die selbst noch nächstes Jahr im Mai hier als Leichen im Wald rumstehen. Ja, Leute, hier finde ich Waldegerlinge. Lecker, lecker, lecker. Ja, hier steht ein Anis-Champignon.
Ja, hier finde ich rauchblättrige Schwefelköpfe, die dann wieder zu den Speisepilzen gehören. Ja, im Gegensatz zum grünblättrigen hat er hier also keinen Grünstich und ist grau in den Lamellen. Hier finde ich einen Raufuß an einer Birke, einen Birkenpilz. Ja, hier haben wir eine krause Glucke an einem Baumstoken. Ja, das war weniger erfolgreich, aber etwas haben wir ja doch gefunden. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film und sage drüff, drüff, bis zum nächsten Mal.